Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, wir haben letzte Folge Daisy mit den Farben geholfen für Sets T-Shirts und heute schauen wir mal wieder bei Idun vorbei und gucken, was sie noch so für Aufgaben für uns hat. Wir hoffen inständig, dass wir nicht wieder was suchen müssen, was die Zwillinge versteckt haben. So, Idun, was gibt's denn? Hallo, Dina. Isolde und Log sind gestern nach Hause gekommen. Wir hatten ein schönes Familienessen und Log war auch dabei. Er ist ein echt netter Junge, das hätte ich nie gedacht. Es ist also kein Problem, wenn sie sich weiterhin treffen wollen. Natürlich nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Oh Mann, Idun, das will man doch nicht. Wo sie jetzt gerade sind? Sie sind zur Sunfield Farm geritten, um mit Philipp und Martina zu sprechen. Reite auch hin, denn sie wollten dir noch danken. Tristan? Ja, er hat seine gerechte Strafe bekommen. Er wird jeden Tag hart arbeiten, bis er versteht, wie man sich benimmt. Was er machen muss? Er muss das gleiche machen wie Log, den Schweinestall ausmisten für ein Jahr. Das wird ihn schon zur Vernunft bringen. Wenn ich nur darüber nachdenke, was dieser Schlawiner angestellt hat, ah, es ist besser für ihn, sich von allem fernzuhalten. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, das ist doch super, wenn hier jetzt Log einen ganz anderen Ruf genießt und wir nicht nur dafür gesorgt haben, dass die beiden sich heimlich weiter treffen können. Nein, sie können sich jetzt sogar ganz offiziell weiter treffen. Das ist doch mal eine schöne Wendung hier. Dann reiten wir mal rüber zu Sunfield Farm und gucken mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen helfen können. Ansonsten könnten wir mal wieder beim Weingut vorbeischauen. Das Weingut würde noch zur Verfügung stehen. In Silverglade Village könnten wir noch was machen. Fort Pinter da unten, der ist ja auch noch da. Hier der Security-Mensch. Da könnten wir auch noch vorbeigucken. Hier haben wir noch was. Hier liegt noch ein Paket rum irgendwo. Das Observatorium haben wir noch. Hier oben können wir noch was machen. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten hier. Wir haben ja hier doch noch einiges offen auf unserer Questliste, was wir noch annehmen können. Gut, 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 gut. Dann jetzt erstmal ab zu den Sunfields. Und schauen, was wir da an Aufgaben erledigen können oder ob es vielleicht überhaupt gar keine Aufgaben mehr für uns zu erledigen gibt. Das wäre ja auch mal was. Ich hätte auch nichts dagegen, hier mal wieder. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Jarlaheim, aber ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder in den Rest der Welt zu gehen. Ich drück's mal so aus. Mensch, jetzt sind wir auch schon relativ kurz hier vor Level 11. Langsam sieht man mal wieder einen Questfortschritt. Oh, Brut. Hallo Dina. Schön, dass sich inzwischen alles geklärt hat. Wenn du uns nicht geholfen hättest, hätte was sehr Schlimmes passieren können. Log wäre noch unglücklicher geworden und der wahre Grund wäre davongekommen. Um Tristan habe ich mich schon gekümmert. Harte Arbeit, jeden Tag. Wie es ihm geht? Er grunzt mehr als die Schweine im Stall. Martina beobachtet ihn bei der Arbeit, sodass er nicht faul wird. Ja, andere bei der Arbeit beobachten, das ist ja sowieso klasse. Also ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, aber so Arbeit ist was Wunderbares. Ich könnte stundenlang zusehen. So, Philipp, was hast du denn jetzt für uns? Wo Logo und Isolde sind? Sie sind nach Jarlaheim geritten. Sie wollten unseren alten Freund Gavin besuchen, den Stadtwächter. Frage ihn, ob er weiß, wo sie sind. Vielen Dank für all die Hilfe. Bis bald. Ja Mensch, da kommen die beiden ja jetzt richtig rum. Schön. Jetzt das junge Glück hier endlich mal was gemeinsam unternehmen kann. Dann reiten wir mal bei Gavin vorbei, aber der wird garantiert nicht wissen, wo die sind. Der ist doch so vergesslich. Das wäre das erste Mal, dass er sich an irgendwas erinnert. Das ist fast so wie bei mir hier. Und jetzt reite ich ja noch wieder gegen die Tür. So. Und rum, kleiner. So, Gavin, weißt du, wo die beiden sind? Loke und Isolde? Die habe ich unter meiner Kontrolle. Keine Dummheiten unter meiner Aufsicht. Okay. Wo sind sie? Sie waren gerade eben noch hier. Ach genau, sie wollten auf die Mauer hoch und die Aussicht genießen. Schau selbst, dort stehen sie. Ich habe sie im Blick. Meiner Aufsicht entkommt niemand. Niemand. Willst du ihnen Hallo sagen? Sag ihnen, sie sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendeinen Unsinn anzustellen. Ach Mensch. Man muss doch nicht hier immer gleich direkt der Schlimmste denken. Aber so wie es aussieht, stehen sie da gar nicht mehr.
das sind meiner Meinung nach nur Attrappen, die da oben stehen und nicht Loke und die Isolde. Aber gucken wir selber nochmal nach. Also rauf da und hier nach links weiter. Na hopp, los. Ich frage mich, wo Isolde und Loke wirklich sind. Ist es wohl das Beste, wenn ich die Puppen... Was? Was stand da? Was stand denn da? Ha. Wo können sie nur sein? Ach ja, wir müssen mehr oder weniger schon wieder suchen. Ach nee, müssen wir nicht. Wir haben sie gefunden. Sie stehen da beim Weihnachtsmann. Ja, jetzt wo ich aufnehme, ist er noch da, aber auch nicht mehr lange. Oh. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht schreiben. So, ab geht's runter hier. Wollen wir doch mal bei den beiden vorbeischauen hier. So. Rott. Dina, wir haben uns schon gefragt, wo du bist. Wir möchten dir für alles danken. Alles ist ganz wunderbar. Wir können endlich zusammen sein. Wir müssen uns nur manchmal vor den Erwachsenen davon schleichen. Vielen Dank für alles. Wir sehen uns. Ach so, hier hast du den Schlüssel zum Baumhaus. Jetzt, wo unsere Liebe... Was? Jetzt, wo unsere Liebe nicht mehr geheim ist, brauchen wir es nicht mehr. Du darfst es benutzen, so oft du willst. Bis bald, Dina. Oh, cool. Das ist ja toll. Die Familie Goldschwur betrachtet dich jetzt als Freund. Okay, das ist natürlich supi. Das heißt, wir haben hier jetzt gerade in Jarlaheim nichts mehr. Dann machen wir uns mal auf nach Fort Pinta zum Security-Mann. Oh nein. Warum falle ich hier immer runter? Warum passiert mir das immer? Warum kriege ich das nicht mal in meinen Kopf, dass es hier nicht runtergeht? Das gibt's doch nicht. Ach nee, da oben. Wir haben schon wieder eine Quest bei Philipp. Da geht's noch weiter. Ja komm, dann bleiben wir jetzt auch noch ein Weilchen hier. Dann machen wir jetzt hier gerade mal alles fertig. Sagte sie und blieb 20 weitere Folgen in Jarlaheim. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, das können wir jetzt schon noch machen. Ich bin ja jetzt so oft immer hin und her gesprungen. Das will ich ja eigentlich nicht mehr machen. Deswegen haben wir jetzt auch... Das hier ist auch eine neue Quest, oder? Ich meine ja. Egal, reiten wir jetzt erstmal zu Philipp und schauen, was er noch für eine Aufgabe für uns hat. Oh, guter Quickstar. Feiner. Oh. Hallo Dina, schön dich zu sehen. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Es gibt so viel zu tun. Ich hätte beinahe den Geburtstag meiner Frau vergessen. Sie würde wahnsinnig sauer werden, wenn ich ihn dieses Jahr schon wieder vergessen würde. Ich muss ein Geschenk besorgen, bevor die Geschäfte schließen. Hast du eine Idee? Blumen? Ja, Blumen findet sie gut. Tolle Idee. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Könntest du einen Strauß pflücken und ihn ihr überreichen? Ja? Danke. Pflücke Blume, gib sie ihr. Klar, mach mal doch gerne. Da wäre ich aber auch sauer, wenn jetzt Fabi meinen Geburtstag vergessen würde. Das könnte ich nachvollziehen, wenn sie hier sauer wäre, wenn Philipp den vergisst. So, ein Blümchen haben wir schon mal. Da leuchtet noch was, da hinten direkt das nächste. Oh. Löwenzahn, okay. Ein interessanter Strauß, muss ich ja schon sagen. Aber ich meine, ich persönlich, ich mag Löwenzahn eigentlich recht gerne. Macht zwar richtig fiese Flecken, wenn man damit an die Klamotten kommt. Dieser Saft, der da in den Stängeln ist. Aber er sieht hübsch aus. Also ich finde das richtig schön, so eine Löwenzahnwiese im Frühling, wenn der komplett gelb blüht. Das ist schon echt was Feines. Hä? Irgendwie, hier ist es doch markiert, aber ich finde gerade nichts auf der Karte. Doch, hier ist noch was. Oh, zwei Löwenzahnblumen klingt besser. Zwei Löwenzahnblumen braucht man noch. Oh, Quickstar. So, eine fehlt noch. Da finden wir hier doch bestimmt noch was. Ja, da steht sie schon. Ja, supi. Dann geben wir direkt mal weiter hier.
Oh. Alles Gute zum Geburtstag, Hallo. Martina. Was für schöne Blumen. Sind die für mich? Von Philipp? Wie süß von ihm. Letztes Jahr hat er meinen Geburtstag vergessen. Wäre das dieses Jahr wieder passiert, hätte ich ihm die Hölle heiß gemacht. Du, Dina, hier auf unserer Farm gibt es immer viel zu tun. Du würdest Philipp und mir einen großen Gefallen tun, wenn du uns ein wenig zur Hand gehen würdest. Okay, also wir sollen die täglichen Aufgaben absolvieren, um den Ruf zu verbessern. Ach, damit haben wir es aber abgeschlossen. Ja, wir haben gerade keinen laufenden Auftrag. Ja, gut, das sind jetzt einfach nur tägliche Aufgaben. Hier haben wir auch eine tägliche Aufgabe. Bei Saga. Aber soweit das können wir hier jetzt gerade nichts machen, das uns hier irgendwie für den Questfortlauf weiterbringt. Die Dailies, die mache ich ja immer mal so im Off. Die kann ich übrigens auch mal im Stream machen. Habe ich mir schon überlegt. Mal schauen, vielleicht mache ich das. Aber hier mache ich dann jetzt erstmal mit dem Storyverlauf weiter. Und da würde ich dann jetzt sagen, jetzt geht's ab hier zu Molly. Zu Molly oder gehen wir nochmal... Ach komm, jetzt wechseln wir wirklich nochmal. Ich meine, wir waren jetzt hier wirklich lange in Jarlaheim und ich würde sagen, wir brauchen nochmal einen Tapetenwechsel. So, dann geht's jetzt auf nach Fort Pinter. Und dann sehen wir uns morgen in einer neuen Folge bei unserem Freund der Sicherheit vor der Disco in Fort Pinter wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.